Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Genau 4 Jahre ist es her, seit wir Oscar mit dem neuen Model 3 überrascht haben. Wir haben ihn unter einem Vorwand nach Stuttgart gelotst und dann damit überrascht, dass das Auto, was uns ausgeliefert wurde, tatsächlich unseres war. Wer das noch nicht gesehen hat, dazu gibt es ein Video auf seinem Kanal, das ich hier gerne verlinke. Das war am 21. Juni 2019, also ziemlich genau 4 Jahre her. Und in den letzten 4 Jahren ist unfassbar viel passiert. Schönes und auch weniger schönes. Konstante im Leben, kann man fast sagen, war tatsächlich unter anderem dieses Auto. Heute möchte ich euch mal aus diesen 4 Jahren 5 Fehlannahmen sozusagen berichten, die ich am Anfang hatte und die sich als Irrtümer herausgestellt haben, entweder von mir oder von anderen. Und vielleicht zunächst mal eine Fehlannahme, die meine Community hatte, denn immer wieder schrieb man damals, als ich mich für einen Tesla Model 3 interessierte, in die Kommentare, Tesla geht sowieso bald pleite, würde ich nicht tun und so weiter. Also, dass Tesla pleite geht oder pleite ist, hat sich tatsächlich als Irrtum erwiesen. Der Aktienwert ist in dieser Zeit von 12 auf 250 Euro gestiegen. Auch wenn er zwischendurch ab und zu mal wieder gefallen ist, hat sich der Tesla Aktienkurs seit dem Kauf meines Autos verzwanzigfacht. Und Tesla-Autos sind sehr beliebt. Das Tesla Model Y war im ersten Quartal diesen Jahres nicht nur das beliebteste E-Auto, sondern auch das meistverkaufte Auto überhaupt auf der Welt. Also Fakt, Tesla ist nicht pleite. Worin ich mich definitiv getäuscht habe, war meine Berechnung der erwarteten Fahrleistung. Ich war davon ausgegangen, dass ich etwa 18.000 Kilometer im Jahr fahren würde, so wie das bei meinen früheren Autos auch war. Aber ich bin viel mehr gefahren als gedacht. Es sind 114.591 Kilometer in den letzten 4 Jahren. Die verteilen sich allerdings relativ unterschiedlich auf die Jahre. Im ersten Jahr waren es 10.378 Kilometer, also ungefähr 54 pro Tag. 2020 waren es dann 39.500 Kilometer, also 108 pro Tag. 2021 waren es 28.390 Kilometer, 2022 23.223 und 2023 bisher 13.100 Kilometer, also 76 pro Tag. Was war der Grund? Naja, Corona brachte einige, vor allem berufliche Veränderungen mit sich. Während ich vorher hauptsächlich hier regional tätig war, haben sich dann Seminare, Coachings angeboten, die sich bundesweit erstreckt haben. Das ist sicherlich die eine Sache. Der Oskar ist nach Köln gezogen, das heißt, ich habe den häufiger besucht, aber vor allem auch mit ihm natürlich zusammengearbeitet, war deswegen auch beruflich viel häufiger in dieser Gegend unterwegs. Es gab in der Corona-Zeit auch sonstige Lebensveränderungen, die mich dazu bewogen haben, ziemlich viel, zum Beispiel nach Berlin unterwegs zu sein. Ich bin in dieser Zeit viel weniger geflogen und habe, auch weil es tatsächlich ein großes Vergnügen wurde, mit diesem Auto zu fahren. Ich habe früher das Autofahren immer gehasst. Ich bin eigentlich sehr selten geflogen, nur wenn ich wirklich sehr wenig Zeit hatte, und habe diese Strecken meistens dann mit dem Model 3 unternommen. Also ich bin deutlich mehr gefahren, als ich dachte. Und bevor ich jetzt über die Kosten und auch den Strom darüber spreche, möchte ich euch noch hinweisen auf das Video Tesla Model 3 nach 100.000 Kilometern, das ich im November letzten Jahres herausgebracht hatte. Da habe ich natürlich auch davon schon sehr, sehr viel dort zusammengefasst, was ich jetzt nicht mehr wiederholen möchte. Eigentlich habe ich an diesem Auto seither Wischwasser aufgefüllt. Ich habe mir neue Pollenfilter bestellt, die ich jetzt demnächst ersetzen werde. Und ich habe die Reifen ummontiert. Das hat meine Reifengarantie verlängert und der Reifenhersteller hat es auch noch bezahlt. Mehr ist in dieser Zeit tatsächlich nicht gewesen. Also der Stand vom November ist in dieser Hinsicht noch aktuell. Na, eins noch, ich habe mir einen Sonnenschutz bestellt von Shop4Tesla und damit komme ich hier zu einer kleinen Werbung. Denn Shop4Tesla hat aus meiner Sicht wirklich gute und nachhaltige Produkte, nicht nur fürs Model 3. Von denen habe ich zum Beispiel diese Gummifußmatten aus nachhaltig hergestelltem Material, die mir sehr gute Dienste auch im Winter geleistet haben. Oder hier dieses intelligente Ding, mit dem man, wenn man zum Beispiel einen schweren Rucksack hinten auf der Rückbank hat, das lästige Piepsen ausstellen kann. Wer mit meinem Referral Code bestellt, bekommt sogar noch einen Rabatt. Ich verlinke euch das unten in der Beschreibung. Ja, und damit ist die kleine Werbepause auch schon wieder zu Ende. Die dritte Sache, in der ich mich getäuscht habe, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ist, dass dieses Auto Stromverluste hat. Also, dass ein E-Auto nicht nur beim Fahren Strom braucht, sondern auch beim Parken, beim Stehen, beim Anheizen, beim Vorwärmen der Batterie und so weiter. Wie ihr wisst, benutze ich ja gerne die Tronity App, die ich auch gerne empfehle. Das ist jetzt aber keine Werbung. Und darin kann ich ja sehen, wie viel Kilometer ich gefahren bin und wie viel ich tatsächlich geladen habe. Und das andere ist die Angabe im Auto oder auch bei Tronity, wie viel ich fürs Fahren gebraucht habe. Und da besteht eben ein
Unterschied. Ich habe etwa 19,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht in den letzten 4 Jahren fürs Fahren. Wenn man aber jetzt die geladene Strommenge teilt durch die Kilometer, dann kommt man auf einen Wert von 22,25 Kilowattstunden auf 100. So ist also durch Ladeverluste und durch zusätzlichen Verbrauch an Strom bei diesem Auto doch mehr Energie nötig, um es zu benutzen. Auch dazu habe ich mal ein ausführlicheres Video gemacht, das ich euch hier oben verlinke. Die vierte Annahme, die ich hatte, war, dass es schwierig sein würde zu laden. Das hatte man damals immer so gehört, man muss da erstmal eine Ladesäule finden und so weiter. Tatsächlich hatte ich überhaupt keine Schwierigkeiten zu laden. Das liegt natürlich zum einen daran, dass es ein sehr gut ausgebautes Supercharger-Netz gibt und schon immer gab. Zum zweiten daran, dass ich sehr viel zu Hause laden konnte, was für mich einer der Hauptvorteile von Elektromobilität ist. Und ich hatte tatsächlich genau einmal ein Problem im Laden und das war bei meinem ersten Roadtrip und dazu gibt es auch ein Video und dann eigentlich nie wieder. Außerdem gibt es inzwischen natürlich auch immer mehr andere Anbieter und ich habe jetzt gerade kürzlich bei einem NBW-Lader geladen, weil der Tesla Supercharger hätte mich einen Umweg geführt und das hätte mich Zeit gekostet und es hätte mich Strom gekostet und dann habe ich dort geladen, auch sehr, sehr schnell, nicht ganz so günstig, weil ich auch keine gute Ladekarte habe, aber es war überhaupt kein Problem, an Strom zu kommen und damit den kürzeren Weg und den Umweg zu sparen und damit auch letztendlich wieder günstiger nach Hause zu kommen. Bevor ich zu meinem fünften Punkt komme, bei dem es nochmal ums Geld geht, möchte ich nochmal kurz ein paar Bonusfragen beantworten. Ich hatte nämlich auf Instagram gefragt, was euch so interessiert. Eine Sache, die euch offensichtlich immer interessiert, die beantworte ich schnell. Wie geht's dem Akku? Was macht die Reichweite? Ich habe dazu ja mal ein Video gemacht vor kürzerer Zeit. Bei 90.000 Kilometern habe ich mal mit dem Avilo Batterietest nachgemessen und hatte etwa eine Degradation von 10%. Die Tronity App sagt mir jetzt, dass ich nach weiteren 30.000 Kilometern irgendwie so eine Degradation um die 9-12% habe. Ich verstehe es nicht ganz. Da sind auch relativ große Schwankungen drin. Insofern ist das Beste wahrscheinlich, wenn ich demnächst nochmal einen Batterietest von Avilo mache und euch natürlich dann auch darüber informiere. Hallo? Die zweite Frage, die häufig gestellt wurde, war, was magst du nicht an deinem Tesla? Dazu habe ich mal ein Video gemacht, 5 Dinge, die mir am Model 3 fehlen. Das verlinke ich euch auch. Also natürlich gibt es auch immer was ich nicht gut finde und darüber berichte ich eigentlich auch relativ regelmäßig in meinen Videos. Dann kommt immer die Frage, wann gibt es ein neues? Ja, das finde ich lustig. Offensichtlich kauft man sich ein Auto, um es möglichst bald wieder zu verkaufen. Ich habe tatsächlich das Model 3 eigentlich gekauft, um es bis zum Ende zu fahren. Das Auto ist ja auch finanziert und ich habe noch 1 Jahr Finanzierung. So lange werde ich auf jeden Fall kein anderes kaufen. Und die vierte Bonusfrage heißt immer, bist du noch zufrieden? Hast du deine Entscheidung bereut? Ich bin absolut zufrieden. Ich würde dieses Auto jederzeit wieder kaufen. Damals war es meiner Meinung nach völlig alternativlos. Heute würde ich sagen, nachdem ich sehr, sehr viele andere Autos getestet habe, gibt es kaum welche, die ich lieber oder genauso gerne fahren würde. Vielleicht den Polestar 2, vielleicht den Ioniq 5, das wären so meine Favoriten. Oder natürlich vielleicht auch ein Model Y. Alle diese Autos gab es damals nicht und das war damals sicherlich die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. So, der letzte Punkt, in dem ich mich tatsächlich getäuscht habe, auch bei meinen Berechnungen damals, war die Strompreisentwicklung. Das hat sich natürlich auch durch Putins Krieg in der Ukraine nochmal deutlich verändert. Am Supercharger hat man damals 2019 noch mit 33 Cent pro Kilowattstunde geladen. Das stieg dann bis, ich glaube, 71 Cent war der Höchststand. Inzwischen sind wir wieder, je nachdem, wann man lädt, zwischen 41, ich glaube sogar 36 Cent im Nebentarif. Aber so im Schnitt, würde ich mal sagen, hat sich der Preis dort auch ver-1,5-facht. Dasselbe gilt für den Haushaltsstrom. Der ist in Deutschland im Schnitt von 30 Cent auf 46, 47 Cent geklettert, der Preis pro Kilowattstunde. Und das ist natürlich enorm, wenn man auf Elektromobilität oder auch zum Beispiel auf Wärmepumpen setzt. Ich hatte bis April diesen Jahres das Privileg, dank meiner Videos, dank des Referral Codes und vor allem dank euch, an Superchargern gar nichts zu bezahlen. Und da ich ja auch viel mehr an Superchargern geladen habe, als ich ursprünglich dachte, weil ich auch weitere Strecken gefahren bin, hat sich das sozusagen für mich nicht so schlimm geäußert. Übrigens, wer heute Interesse hat, einen Tesla zu kaufen und mir schreibt, den berate ich gerne und nenne ihm natürlich auch gerne den Referral Code, so wie Thomas und Sascha das gemacht haben, die sich jetzt gerade eins gekauft haben. So bekomme ich auch heute ab und zu mal wieder ein paar Freikilometer. Wenn ich den realen Verbrauch ansetze, den ich vorhin eben beschrieben habe, auch mit den ganzen Verlusten und so weiter, dann komme ich auf satte 8,60 Euro auf 100 Kilometer Strom statt
ursprünglich mal 6,90 Euro. Naja, und da schreiben mir natürlich dann die Dieselfahrer immer mal gerne in die Kommentare, das ist ja bei uns eigentlich sogar billiger. Wenn man 5 Liter, 6 Liter Diesel braucht, kommt man ungefähr in denselben Bereich. Woran das liegt, dass das billiger ist, da können wir jetzt trefflich drüber diskutieren. Das machen wir an einer anderen Stelle mal. Hier muss ich sagen, ja, das ist tatsächlich ein Punkt, auch für E-Autofahrer, der sich verschlechtert hat und das hatte ich auch nicht erwartet. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass ich auch heute noch und gerade jetzt auch bei meiner wenigeren Fahrleistungen auf lange Strecken 42% zu Hause lade. Dort lade ich zum größten Teil, da kommt die Sonne, PV-Strom, weil ich auch Zeit habe, es tagsüber laden zu lassen, die 2-3 Stunden und ja nur kürzere Strecken fahre. Inzwischen habe ich auch noch eine Batterie, sodass ich den Strom dann auch noch später nutzen kann. Und damit komme ich eigentlich, wenn man die Opportunitätskosten von 9 Cent pro Kilowattstunde ansetzt, auf 1,89 Euro auf 100 Kilometer. Und das hätte mal das XL1 schaffen können, wer sich daran noch erinnert. Das war ein 1-Liter-Auto von Volkswagen. Das war allerdings ein Hybrid-Zweisitzer und der hatte eine Reichweite von 500 Kilometer und es gab ihn auch nur wenige Monate. Also das Auto muss mir mal jemand zeigen, der das toppen kann. Und insofern hat mich diese tatsächlich unerwartete Strompreiserhöhung bei weitem nicht so stark getroffen, wie es vielleicht den normalen Pendler oder denjenigen, der eben nicht das Privileg hat, in einem Haus mit Photovoltaik zu wohnen, getroffen hätte. Das waren die 5 Fehleinschätzungen oder Irrtümer bezüglich meines Model 3 nach 4 Jahren. Und ich hoffe, das hat euch ein bisschen informiert und Spaß gemacht. Wenn ja, dann gebt mir unbedingt ein Like auf dieses Video. Kommentiert gerne unten, was eure Erfahrungen sind, vielleicht auch, wenn ihr länger E-Autos fahrt. Und natürlich abonniert diesen Kanal, das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diesel Dad.